Wie sind die Helden live? Ist das eine Sache, die, sagen wir mal, eine eigene Diskussionsrunde hervorgebracht hat? Wie performen wir, wie stellen wir uns da? Oder ist das etwas, was sich dann so im Laufe der Zeit ergeben hat? Umsetzen von Stücken? Ich glaube ja, dass das eigentlich nur funktioniert, wenn es sich das von selbst ergibt. Wobei es allerdings auch für uns, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, Situationen gibt, wo irgendwann ein Video mitgeschnitten hat und man auch mal merkt, dass man sich nicht so oft an die Nase fassen sollte, wenn man gerade nicht spielt. Ich habe dann immer so gemacht. Und also in so eine ganz subtile Art von, worauf achtet man, gibt es schon. Was gar nicht geht, ist, manchmal guckt man einfach auf die Uhr während des Spielens. Also so, nur so reflexartig. Und das ist richtig peinlich. Wenn man das sagt, sagst du? Ja. Es gibt irgendwo, ich glaube, in Potsdam im Waschraum, immer auf die Uhr geguckt. Du bist raus, Rob. Also unser Keyboarder hat ja noch auch früher oft seine Unterhose zurechtgezupft, als er dachte, es guckt ihm an. Aber das geht auf der Bühne natürlich nicht. Und solche Dinge haben wir uns dann abgewöhnt. Und was dann übrig bleibt, ist ja so ein subtraktives Arbeiten. Also wir machen bestimmte Sachen nicht mehr, aber wir machen jetzt irgendwas Besonderes, gibt's nicht. Außer, dass wir manchmal vom Reiser sprechen. Was hast du an dir festgestellt, wenn du Songs oder beziehungsweise Live-Auftritte gesehen hast und darüber nachgedacht hast? Judith hat ganz viel gepopelt, ganz lange Zeit. Ganz lange gepopelt. Ganz tief gepopelt auch. 3:30. Scharf gepopelt. Also ich finde das immer ein bisschen einschüchternd, das zu sehen tatsächlich. Aber ich glaube, das geht jedem so, dass man immer denkt, aha, das sind wir, das bin ich. Und man muss sich auch erstmal daran gewöhnen, seine eigene Stimme auf Band zu hören und solche Sachen. Und ich glaube, früher habe ich vor allem furchtbar hypermotiviert gesungen. Wir hatten natürlich auch früher immer noch beschisseneren Sound auf der Bühne und dann röhrt man immer wie so ein angeschossener Hirsch. Das ist besser geworden, glaube ich. Ich röhre weniger auf der Bühne als früher. Rockpalast, muss ich sagen, habe ich jetzt ohne Schmeichelei mir immer oft angeschaut, weil ich das einfach immer geil fand, Bands live zu sehen. Und im Fernsehen sieht man das einfach nicht häufig. Also ganze Konzerte und so. Man sieht dann mal irgendwie bei einer Fernsehsendung irgendwie eine Band, die dann scheiße klingt so, und dann einen Song spielt. Aber so ganze Rockkonzerte, da war ich schon immer großer Fan. Und das finde ich super, dass es sowas gibt. Es ist ja tatsächlich so, dass eine Band in Deutschland zumindest auch sehr dankbar ist, dass es solche Sendungen gibt, weil es ja sonst im Fernsehen nicht besonders vieles gibt, wo sich eine Band einigermaßen mit Würde präsentieren kann. Also es ist tatsächlich ganz schwierig. Es gibt so wenige Sendungen, wo man live spielen kann oder wo man ein bisschen als Band wirklich wahrgenommen wird und nicht sich irgendwie auf irgendeine Couch setzt und ja, danke, du mich auch, sagt und dann wieder geht oder so. Insofern sind wir da sehr froh. Dauern. Schlecht.
da drüben gleich dahinter, wenn ich zau. Da drüben auf dem Platz vor allem haben sie unser Abbild in Steinblau. Komm auf die Straße, komm her zu mir, überall Blumen und Gedanken. Halte zerknüllt, sieht so aus, als hätten die unser Denkmal heute Nacht schon ohne uns enthüllt.
Jahre sein für Indignation. Waren ausverkauft im Angebot dieser Nation. Tausche blödes altes Leben gegen neue Version. Ich hatte es kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon. Ihr Produkt ist was kaputt, das ist die Reklamation. Ich tausche nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Ich will nicht tauschen, nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Ich will nicht tauschen, nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Ich will nicht tauschen, nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Ich will nicht tauschen, nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Ich will nicht tauschen, nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich gebe zu, ich war am Anfang entzückt. Euer Leben zickt und rückt, oder nicht, wenn man nicht will. Guten Tag. Das Halleluja am Boden. Meine Zähne gegen Moritz haben Revolution. Mission gegen die totale Television. Zwar im Ausverkauf im Angebot die Sondation. Tausche blödes, altes Leben gegen neue Version. Ich hab das kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon. An dem Produkt ist was kaputt, das ist die Reklamation. Ich will nicht tauschen, nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Ich will nicht tauschen, nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Ich will nicht tauschen, nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Ich will nicht tauschen, nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Ja, er will runter. Lass den Mann doch mal runter. Ich muss mal kurz gucken, ob alles, was ich hier mache, einigermaßen in Ordnung für eure Ohren ist. Soll reichen. Okay, pass auf, es gibt eine Sache, die wir euch beichten möchten, gerne. Und zwar fragt man sich, was machen Helden in ihrer Freizeit? Sie schreiben selbstverständlich brav neue Lieder, damit sie irgendwann mal ein Konzert mit lauter neuen Sachen machen können. Man hat da so Ideen wie zum Beispiel, denkt sich, ja, möglich ist aber, ja alles. Und was wir gemacht haben, und das ist unser voller Ernst, wir haben ein Lied für euch geschrieben. Und zwar tun das natürlich alle Bands die ganze Zeit. Sie schreiben Lieder für ihr Publikum, aber dieses Lied ist nicht nur für euch, sondern über euch. Und zwar für die ganzen Leute, die uns durch dieses unfassbare Jahr begleitet haben. Wenn es passiert. Mein Herz wankt nur für mich und die, die bei mir sind. Schaut euch das an. Wer dafür keine Tränen hat, wird morgen blind. Wenn ihr das nicht liebt, was dann? Jeder liebe das so viel er kann. Ein Blitz sagt nur für mich und die, die bei mir sind. Mehr, ja.
vielleicht ist es wirklich nur ein Ja. Aber ich will niemals fragen, wo ich war. Verwirrend, wenn immer so viele neue Sachen im Leben passieren. Das macht einen nervös. Man möchte gerne Vertrautes. Manche Menschen wundern sich ja auch nicht gerne. Was? Also, ich will hier gleich ganz kurz nerven. Ich mach's ganz kurz. Ich würde gerne diesen Song irgendwie widmen. Und zwar, das wird euch nicht interessieren, aber... ich bin heute seit einem Jahr mit meiner Frau verheiratet und ich hoffe... Wo ist sie? Ja, irgendwo da. Und ich hoffe, dass bei uns die Zeit keine Wunder heilt. Das wollen wir auch hoffen. Die Zeit heilt alle Wunder. Wenn du sie gut verschnürst, wird nur die Stelle gut. Atmest du gar nichts mehr spürst. Du weißt, ein Feuer geht aus, wenn du es länger nicht schürst. Und du weißt, dass du besser an alte Wunder nicht rührst. Auch das größte Wunder geht vorbei. Und wenn es dich nicht loslässt, zähl bis drei. Und es geht vorbei, es geht vorbei. Du kommst auf die Welt, um den Kopf zu verdrehen. Du lachst über Hunde und deine eigenen Zehen. Du bleibst kaum, kannst du laufen, alle zwei Meter stehen. Und fällst auf die Knie, um doch ein Wunder zu sehen. Nach nächsten Wunder ziehen sie dich vorbei. Am Arm hält zählt bis drei, es geht vorbei. Es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei. Zeit hält alle Wunder, schon nach wenigen Jahren. Zeit hält alle Wunder, schon nach wenigen Jahren. Zeit hält alle Wunder, schon nach wenigen Jahren.
das nächste Wunder zieht an dir vorbei. Du betest, dass es stehen bleibt, zählst bis drei und es geht vorbei. Es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei. Die Zeit hält alle Wunder, schon nach wenigen Jahren. Die Zeit hält alle Wunder, schon nach wenigen Jahren. Bei Cornelia bedanken und hiermit ihr den Preis verleihen, Best Rockstar Wife Ever. Harter Job, sage ich. Okay, Vertraute Gefilde jetzt für irgendjemanden? Hat jemand sein Moskitonetz mit? Ja, Finger aufzeigen. Wir haben ja vor gar nicht so langer Zeit in Hamburg gespielt. Und da hatte echt jemand ein Moskitonetz mit. Nein! Ihr wart dabei! Wann? Juhu! Am Mittwoch! Mittwoch! Och, da das war das, ja. Da hatte jemand da ein Moskitonetz. Da hatte ich diese Maske auf, ja? Da darf weder. So, ihr könnt da hingehen und fragen, wie das war am Mittwoch. Okay. Keine Moskitonetze? Dann Mückenspray auspacken, bitte, wir gehen in den Dschungel. Schritte ruppeln, dröhn die Karawanen. Tiefer in den Wald, wir ketten die Platanen. Keiner weiß wieso, wohin doch alle ahnen. Hinter jeder Kurve goldene Bananen. Voila, Inspiration! Yeah.
sonst alle 100 Meter Höhen und bringen unter uns die Schlangen zum Aröden. Voilà Assimilation. Schon verloren. Ein bisschen flennen, ein bisschen rennen und dann rutscht vor hinten rein. Die verpassten Rüssel, Tassen, Fassen, Quasten, Rasten ein. Fein! Und du gehst Rüssel am Schwanz hinterher. Trampelfahren, Tabak, was brauchst du mehr? Und du gehst Rüssel am Schwanz hinterher. Tampel, Tarnel, Tamar, was brauchst du mehr? Gar nicht viel von euch, das ist ganz einfach. Schwanz. Okay, wenn ihr singt, dann mache ich den Moonwalk. Geht das? Mach's nochmal vor. Rüssel am Schwanz. Sehr schön. Rüssel am Schwanz. Sehr schön. Rüssel am Schwanz. Jetzt ich. Und du gehst Rüssel am Schwanz. Mit ihr. Trampel, Fahnen, Tamann, was brauchst du mehr? Rüssel am Schwanz. Und du gehst Rüssel am Schwanz. Polaroid. Rüssel am Schwanz. Ihr gehört? Trampel, Fahnen, Tamann, was brauchst Polaroid. Du machen wir jetzt weiter, bis ihr kotzt. Nein. Ganz cool. Einfach. Ich hab keinen Bock mehr, Leute. Machen wir weiter, oder? Fauler Sack. Machen wir so ein Swell. Und du gehst Rüssel an Schwanz hinterher. Schwanz, Schwanz, Schwanz. Rüssel an Schwanz. Trampelfahne hinter Mann, was brauchst du mehr? Und du gehst Rüssel an Schwanz hinterher. Fahrender Mann, was brauchst du mehr? Ja, Publika werden ja eigentlich immer schneller, wenn sie alleine singen. Ihr nicht, komisch. Ihr seid letzter Abend, vielleicht. Letzter Abend macht langsam. Genau richtig. Ihr seid echt geil. Hey. Könnt ihr mir mal Euro lang? Thank you.
stimmen oder macht ihr gleich weiter? Ich stimme hoch, Johnny. Das ist ja helle Wahnsinn, was ihr hier macht. Rock am Ring wird sich in unsere Netzhaut einbrennen, glaube ich. Wie lange man davon träumt, nicht wahr? Das Problem ist, ihr habt euch relativ weit aus dem Fenster gelehnt, indem ihr so viel Eifer gezeigt habt bei solchen Aktionen. Ich möchte jetzt bitte wieder die Alpha-Weibchen und Alpha-Männchen nach vorne bitten, dass sie den Kleineren erklären, wie das geht, was jetzt folgt. Wir brauchen ein kleines, feines Schnicksgeräusch. Das Problem ist, es wird noch schlimmer. Hola hat noch andere Tempi drauf. Handbewegung. Okay. Es geht nicht nur um die Handbewegung, es geht selbstverständlich auch um die Choreografie. Ja, Entschuldigung, geht natürlich auch um die Choreografie. Die im Tanzunterricht waren, machen einfach genau, was ich mache, die ganze Zeit. Okay. Wird es schwierig werden, versucht es. Viel Spaß. So. Wampampa, wampampa, da, wampampa, wampampa, da, da, wampampa. Wap-pap-da-da-da, wap-pam-pa, wap-pam-da-da. Oh, so klappt das nicht. Du erwartest viel zu viel. Die deutschen Flaggen sehr subtil. Oh, Lady. So klappt das nicht. Du erwartest viel zu viel. Die Deutschen waren sehr subtil. Der unglaubliche Polaroid! Aurelis Akzent ist so eine Frage sehr charmant. Auch wenn sie schweigt, wird sie als wunderbar erkannt. Sie braucht mit Reizen nicht zu reizen, wenn ihr Hass mehr und Weizen noch mit Kartoffelsen geht aus der Hand. Doch Aurelie kapiert das nie. Jeden Abend fragt sie sich, man wo verliebt sich, wer in mich? Aurelie. Schau auf der Straße, schau dir jeder hinterher. Ob du merkst nichts, weil sie nicht pfeifen und falsch die Welt. Die Flucht allein, das Leben ist weniger und mehr. Andere in Deutschland brauchen nur Bescheid. Hier ist man nach Tagen her zum ersten Schritt bereit. Nächsten Wochen, irgendwelche Wochen sind schon gründlich verrochen. Dann trifft man sich irgendwo zu zweit. So klappt das nie. Du aber
Yeah.